Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 Live-Projekt zusammen mit dem McManus. Hi Leute. In Team King Biceps. Also viele LS-News-YouTuber schreiben ja, dass wir das Favoritenteam sind. Welch Wunder. Also, ja. Ja, Favoritenteam, wir sind einfach, hallo. Ich meine, wir sind euer Lieblingsteam. Hallo, was ist da los? Rückmeldung, es ist doch nicht ausgewachsen, aber das ist die letzte Waffenstufe, 5% weniger Ertrag. Ja oder nein jetzt? Ist es fertig gedüngt? Nee. Dann abdüngen bitte. Dann komme ich eben und dünge eben. Düngen und dann... Hat das jetzt synchronisiert oder was? Wir beide müssten auch Gras aktivieren eben hat. Ach so, ja. Erklärt einiges. Ja gut, ich komme gerade zum Feld, ich düng da eben drüber. Ja gut, ich warte die Sekunde. Ja. Gehen wir unten. Ja, alles klar. Wissen Sie was? Das Klappe nehmen Sie mal schön wieder zurück. Schönen guten Tag. Was meinen Sie denn jetzt? Nee, meine ich nur. Mit der Klappe. Oh, da waren Sie doch gar nicht gemeint. Mein Kollege hat mich gerade gefragt, was er hier... Der ist schon wieder weg. Kleinen Moment. Das ist sprachlicher Durchfall. Da kommt er in den Channel und dann das. Ja, der kommt in den Channel und was? Sprachlicher Durchfall? Ich glaube, ich höre ihn nicht richtig. Durchfall. Ja, mein Kollege... Wir sollen Sie ja nicht mehr auf Ihren Körper reduzieren, dann reduzieren wir Sie halt auf Ihre Sprache. Ja, Moment, bitte ganz kurz, ja. Und zwar, mein Kollege hat mich gerade gefragt, wie er hinten den Kornschieber aufkriegt. Und da habe ich gesagt, da musst du an der Klappe rütteln. Und da hat er mich nicht verstanden. Da habe ich gesagt, warte, ich schreib's dir eben. Also, ihr müsst mal ein bisschen chillen, Leute, ja? Ihr seid ganz schön aggressiv hier. Ich weiß nicht, ob passiv-aggressiv. Testosteron nehmen ohne Training bringt keine Punkte, meine Lieben. Das regt nur auf. Ich weiß nicht, wie aktiv sie so in Bettgeschichten sind, aber mit dem Zeug kriegen da sie eine... Da spricht ja der Fachmann, ja? Frizzy, komm mit rüber. Ich weiß, du hast hier keinen Bock drauf. Du holst uns immer die Bude voll. Peace. So, ja, ganz kurz. Ja. Das einfach nicht beachten ist, kann weitergehen, ja? Ja. Das steigert den Sexualtrieb, ich weiß nicht um wie viel Prozent, also ich kann da nur aus Erfahrung sprechen und natürlich verschiedene wilde Weibchen draußen auf der Welt. Also man genau könnte denken, man ist gerade bei den Gutbierhals im Channel. Da ist ja auch immer so flach. Wir sprechen bloß über komische Getränke. Okay, Herr Hirschfeld, Sie hatten gefragt, ob Zeit ist. Ja, und zwar gibt es eine kleine Neuigkeit, mal ab von den ganzen Streitigkeiten. Oh. Und zwar hat sich das Team BG endlich mal dazu bereit erklärt, einen kleinen Streichelzoo oder den Streichelzoo zu erweitern. Und zwar haben die sich, im Endeffekt wollten die eine kleine Schafsweide machen mit ein paar Schafe, damit die Dorfkinder im Endeffekt ein bisschen was zum Durchplüschen haben. Unter den Aspekten habe ich denen das natürlich auch direkt mal genehmigt. Allerdings muss ich sagen, es steht ja noch eine große Streitsumme im Raum und das wäre natürlich jetzt auch eine Institution, sag ich mal, wo ein kleiner Teil des Geldes vielleicht dran gehen würde für mal ein bisschen Futter. Ne? Wissen Sie, wie diese Futterautomaten, wo die Kinder dann ein bisschen für 50 Pfennig dann quasi so ein Päckchen Raufutter kaufen können und dann die Schafe füttern? Irgendwie sowas in der Art. Wollte ich Sie nun mal in Kenntnis setzen, nicht, dass es nachher wieder heißt, ach, der Bürgermeister, der erzählt überhaupt gar nichts und die bauen da einfach und... Ja, nee, das ist... Informationsaustausch ist natürlich das Wichtigste, ne, überhaupt. Da muss ich mal ganz klar sagen, aber ich habe es nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also die wollen eine Schafweide bauen, das ist alles angekommen, aber große Streitsumme, da hat es dann aufgehört. Ja, es gibt da ja noch im Endeffekt eine ausstehende Summe und zwar hat ja ein Team, dessen Namen man ganz schwer aussprechen kann und nicht nennen sollte. Jetzt verstehe ich. Ja, die Unerwähnten. Wir nennen sie einfach die Ausgeschlossenen. Ja, oder die Beratungsresistenten. Man hat da viele Namen für. Ja. Hatte ja da quasi illegalerweise, sagen wir mal, kleinere Geldsummen erhalten. Ach ja, ja. Und dem habe ich ganz einfach auferlegt, dass das im Endeffekt für gemeinnützige Zwecke gespendet wird. Zum Beispiel der Aktion Monster für die Welt und im Endeffekt solche kleinen gemeinnützigen Institutionen. Und da im Endeffekt habe ich mir dann überlegt, dass ich dann auch für diesen Streichelzoo im Endeffekt einen kleinen Teil abwerfen lasse und halt, was weiß ich, ein Futterautomat oder irgendwas. Ach so, jetzt habe ich, verstehe ich. Ja. Weil der ganz Felsbrunnen ja was von hat.
Ja, auf jeden Fall. Die von haben immer was. Ja, die haben immer was, wo von alle was haben. Ja, okay, Informationsfluss, ganz kurz, um den weiterzumachen, wir hätten auch was für Sie. Ja, das dachte ich mir schon fast. Und zwar nicht, dass dann was Falsches aufkommt, und zwar wir haben, also es könnte sein, vielleicht kommt irgendjemand auf Sie zu, ne? Wir wissen es nicht, aber wir haben den polnischen, die polnische Firma getroffen, die polnische Firma abgefangen, abgetroffen. Hier die Horse Helpers G. Ja, die Horse Helpers Company. Genau, den haben wir zufällig getroffen und da sind wir einfach ein bisschen ins Gespräch gekommen, ne, wie es halt so ist, wenn man sich trifft. Und da haben wir einfach mal so auch drüber geredet und da sagt er, hat er zu uns gesagt, ach, in Polen, ja, ganz viel los und alle wollen die Pferde, jeder braucht Helfer bei den Pferden und so. Und naja, aber jetzt haben wir hier in Deutschland den Auftrag, kostet uns Haufen Zeit, aber ist eigentlich doof wegen der Pfarrei. Und da haben wir gesagt, naja, wie sieht es denn überhaupt aus? Lohnt sich das denn alles? Naja, in Polen würden sie eben das Gleiche kriegen oder dasselbe bekommen, aber naja, weil sie eben hier zugesagt haben. Da haben wir gesagt, naja, aber guten warte Tag. Mal, was habt ihr... Ja, Moment, bitte mal, verlassen Sie mal hier kurz das Räumchen. Ja, danke. So, da haben wir denen mal erzählt, was in Deutschland überhaupt für eine Qualifikation ja vonnöten ist. Hat er ja auch alles gehabt, ne? Der Kollege hat gesagt, ja, das ist er auch. Und was das in Deutschland überhaupt kostet, ne? Und da hat er gesagt, prompt, also da war er richtig erstaunt. Und da haben wir dann gesagt, naja, also ganz ehrlich, ne? Ich meine hier, es bleibt doch nur unser Bürgermeister, ne? Der kriegt ja nur 300 pro Pferd. Ach du je. Ja, 300. In Deutschland, bei der ganzen Arbeit. Ja, das ist irre. Und in Deutschland, normalerweise so eine Firma, die kann da bis 2000 Euro verlangen. Das haben wir dem erzählt. Und da hat er gesagt, um Gottes Willen, das ist ja hier, da bin ich ja, da mache ich ja richtig, das sind ja polnische Preise quasi. Und da haben wir gesagt, ja, ein Tausender kannst du auf jeden Fall verlangen, ne, pro Pferd. Also, es kann natürlich sein, der hat da angepasst. Ich hoffe, er erwähnt uns nicht, ne? Wir hatten extra darauf hingewiesen, dass wir uns mit Pferden gar nicht auskennen, da eigentlich auch gar nicht reinhängen wollen, aber ne, nur, dass sie mal was von gehört haben. Ja, ich verstehe. Ja, wir haben noch ein Problem. Aber nur ein ganz kleines. Ja, läuft ja richtig rund heute. Ja, es ist tatsächlich das Problem, ist ja, dass es immer noch nicht geklärt ist. Und zwar, der Kollege vom Nachbarhof ist jetzt ja frontal auf unserem Grundstück in den Traktor reingeballert. Mit Anlauf. Ja, hatten Sie da mittlerweile mal einen Schadensbericht von Herrn Nagelmann gekriegt? Genau, das haben wir vorliegen. Okay. Da sind wir leider bei Reparaturkosten, können wir den Herrn Nadelmann auch nochmal hinzuziehen. Der hat uns jetzt den KV vorgelegt und hat das Fahrzeug repariert. Und jetzt sind wir bei 11.600 Euro, ne? 11.000! Der frontal rein! Der ist frontal rein! Der kam an, zack, rüber auf unser Grund. Frontal rein! Wie gesagt, ich saß ja fast auf der Motorhaube, ne? In die Frontscheibe nicht gewesen wäre. Sollten Sie vielleicht mal eine Dashcam organisieren. Hab ich. Hab ich ja gesagt. Die ist am Start. Alles aufgenommen. Puh. Ist direkt aufgenommen. Ist alles auf Band. Wieder rüberkommt aufs Grundstück, bam, frontal rein. Ne? Wäre die Frontscheibe nicht gewesen, die meinen Kopf gebremst hätte, wäre es rausgefallen. Passen Sie auf. Was halten Sie davon, damit wir erstmal die Kommunikation unter den Höfen, jetzt sage ich mal, nicht auf Streitebene unterwegs ist. Wenn ich gleich wieder im Büro bin, lasse ich Ihnen, was haben Sie gesagt, 11.600 Euro? Ja, ja. 11.600 Euro lasse ich Ihnen überweisen, dass Sie erstmal pari sind. Aber warte mal, Sie hat der 11.6? Warte mal, hatte der 11.6 oder hatte der 18.6 gesagt? 18.6. Oder hatte der 100.6? Ja, nee, warte mal, der ist, glaube ich, gerade frei. 18. Herr Nadelmann? Ja. Es geht gerade um den Kostenvoranschlag und die Reparatur, ne, von dem Dings. Von dem Traktor. Ja. 18.600 waren das, glaube ich. 18.600 haben sie uns da doch gesagt. Musste doch vorne alles getauscht werden. Ja. Ja, ich habe meine Buchhaltung nicht auswendig im Griff, das könnte hinkommen, ja. Herr Nadelmann, wissen Sie damals noch, was die Reparaturkosten waren an dem Ladewagen, der da bei einem Kollisionsfall auf die Seite gedreht wurde? Boah, das kann ich nicht mehr, War das nicht Lackkratzer? Schweißarbeiten, weil das Gestänge auch verbogen war. Das weiß kann, ich noch. Kann ich nicht mehr hervorrufen, aber wenn der Bürgermeister das mit dem Gestänge sagt, dann wird das wohl eine Richtigkeit haben. Ja. Ah, ist das mittlerweile aufgeklärt worden, wer das war? Ist ja unerhört, ne? Wir haben es ja leider auch nicht gesehen. Na, das müsste eigentlich Ihre Dashcam aufgezeichnet haben, weil da gab es so einen kleinen Mann,
Der stand am Straßenrand und er sagte da so ein Tatra. Tatra. In so einem zachten Türkis. Oh, das wäre da doch ist relativ randalemäßig an dem Ladewagen vorbeigeschoben. Ja, ja. Hätte den zum Umfallen gebracht. Ja, ja. Naja, was wir halt beobachtet, also was wir halt im. Naja, gut. Ich sehe schon, wir reden hier Klartext. Die können ruhig offen mit mir reden. Ja, das Problem ist halt einfach, wir hatten halt auch, man ist tatsächlich in Eile, man kommt um die Kurve gefahren, ne? Zack, bumm, steht da. Man weiß ja, wie lange die Straße gesperrt ist. Also das wurde ja, stand ja in der Zeitung von da an da wegen Holzfällarbeiten. Das Problem ist halt nur, tja, der war lange rum die Zeit, ne? Und es war halt immer noch gesperrt, der stand immer noch da. Und der kommt um die Kurve, denkt doch, ja, hier ist er wieder frei und aus nichts, ne? Aus nichts. Also wie like it's magic, taucht der Ladewagen vor ihm auf. Ja, nur allerdings hatten sie dann auch Fahrerflucht begangen. Das waren ja mehrere Verkettungen und das ist ja auch, sag ich mal, auf den Kosten ist ja leider das Team auch sitzen geblieben. Ich hatte ganz unten links am Unterboden so ein kleines Klebezettelchen dran gemacht. Ich verlasse ihn mal kurz. Ja gut, aber vielleicht können wir erstmal das eine machen, bevor wir das andere machen. Ja, natürlich. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, ja, 18.600 waren das. Genau, und das wollen sie jetzt erstmal begleichen und dann müssen wir halt mal mit den anderen reden. Und, ne, dass und ich schaue dann mal, dass ich den Rest geklärt kriege. Ah. Okay. Wie gesagt, es sollte rein theoretisch auch schon drauf sein. Oh, hat ja. Jetzt per SMS mal eben rübergeschickt. Sie ist auf der App gerade. Wunderbar, herrlich. Dann ist zumindest das schon mal beglichen. Ja. Gut. Haben Sie noch irgendwas? Das war's. Danke. Also, okay. Das war's. Dankeschön. Sehe schon, hier wird ja, normalerweise kommt immer noch ein kleines Problemchen, deswegen. Da kriegt jemand seine Tage gerade schon wieder. So, na gut, dann viel Spaß da oben. Da wird's bestimmt, ja. Da wird's bestimmt etwas niedriger vom Niveau jetzt gleich. Aber Sie machen das schon. Sind ja ein erfahrener Mann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So. Ach, da ist der. Frizzy? Ja. Gut. Wir müssen Feld. Wir brauchen Kalk. Kalk, Kalk, Kalk. Wo ist denn der Kalkstreuer da unten? Ich habe eine kleine Frage. Betreffend dem Case-Traktor, den ich zurückgeholt habe. Den sie mir ausgeliehen haben für die Pressarbeiten. Ja. Ist da Ihr Kollege mal damit gefahren? Oh, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Wir wollen. Herr Fries, sind Sie mal damit gefahren oder eingestiegen oder so? Ja. Ja, das finde ich gut. Darf ich die Dose behalten, die den stand? Ach so, ja, sicher, gerne. Ist ja noch zu und alles. Würden Sie sich, Mann, die Dose ja. Und wir hauen ihm mal nach hinten zwei Paletten rein. Und soll ich Ihnen was sagen, Herr Nadelmann, wir bezahlen jetzt schnell mal Ihre Rechnung. Ja. Haben Sie das Konto im Blick? Nein, aber etwas anderes. Es ist unglaublich. Wie kann man so schnell der Sucht wieder verfallen? Ich sehe, die Dose hat sie erreicht. Herr Nadelmann, können Sie bitte mal bei sich kurz reingehen, dass wir richtig nicht hier falsch überweisen aufs falsche Konto? Ja, bin hier drin. Hast du da jetzt Kalk drin? Ja, ich mache jetzt hier los. Okay. Herr Nadelmann? Ja? Ich überweise Ihnen jetzt etwas. Ja? Da ist ein bisschen was an Trinkgeld dabei. Herr Nadelmann. Mhm. Und wir möchten uns bei Ihnen bedanken für diese großartige Arbeit, Herr Nadelmann. Gerne geschehen. Und diese... Wie gesagt, diese zwei Stiegen, diese 48 Dosen da, ne, die gehen natürlich auf unseren Hof, ist gar kein Thema. Ja, gut. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Jo, gut. Danke. Und Herr Friesi, ich genieße, ja. Ja, genießen Sie. Gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Sag mal, wo ist unser Tatra? Steht am Feld. Wo ist unser Tatra? Hä? Ich wollte mit Ansehen beginnen. Der steht am Feld. Ach, da, ja, alles klar. So, ich mache jetzt hier einen Calgarino. Dann
Calgarino, dann könnten wir... Du wolltest mit Ansehen beginnen? Ja, ich wollte jetzt mit Ansehen beginnen. So, dann muss ich mal ganz kurz schauen. Und zwar, was haben wir hier oben am Schiff? Ich muss grubbern erstmal, ne? Geerntet, angesehen. Ich grubber. Kommt drauf an, was du machen willst. Ja, die Felder neu bestellen. Ja. Da, wo du jetzt drüber kalkst, tue ich jetzt grubbern. Wow, da fährt ein Case Quadrak mit einem Zweikreiselschwader hinten dran. Das ist auf jeden Fall mal auf entspannt, Alter. Jetzt mal ohne Mist. Und das ist hart, Alter. Sag mal, wolltest du nicht kalken? Ja, macht er doch. Nee. Wieso nicht? Weil er da vorne rumsteht. Ich dachte, du stellst was ein oder so. Warte. Chill deine Base, Junge. Fang einfach mit Grubbern an. Der fährt rückwärts. Was macht der denn? Ja, maximal doof wieder. Der wollte umlenken und hat wieder die Spur nicht gefunden, der Idiot. Ach Mann, ey. Nur mit solchen Stümpern zu tun. Ey, Ansgar tut hier das Feld von uns da mähen. Was macht der? Der mäht hier gegenüber das Feld. Ja, kann er doch. Das sind seins? Das ist Bürgermeister. Pachtland. Guck mal. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.